als der Winter nach Berlin kam, das war Anfang Dezember, hatte die Hertha das Stadtderby gegen Union gewonnen. Es war ein eisiger Freitagabend, aber ein Moment, in dem alles gut schien. Jetzt ist der Winter gegangen, in Berlin herrscht Frühling, die Leute wagen sich wieder nach draußen. Es ist ein wunderbar milder Sonntagnachmittag, und Hertha BSC versinkt in der Trost. In den Wochen dazwischen ist für die Berliner fast alles schief gegangen. Der Trainer ist mittlerweile ein anderer, aber auch Pal Dardai hat den Niedergang in der Tabelle bisher nicht aufhaltend. Beim 0:3, 0:1, gegen RB Leipzig waren gute Ansätze erkennbar, aber mehr nicht. Hertha schielt als Tabellen-15. In den Abgrund, von hinten drängt Mainz 05 in Form hoch. Der mit Hertha punktgleiche Tabellen-16. Arminia Bielefeld hat noch ein Nachholspiel gegen Werder Bremen zu absolvieren. Es sieht alles nicht gut aus für die Hauptstadt. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Die Berliner mit ihren hochfliegenden Plänen haben von den vergangenen 8 Partien 6 verloren. Zweimal gab es ein Remis. Dieser Kader ist nicht für den Abstiegskampf ausgerichtet, hatte Sportdirektor Arne Friedrich schon vor dem Anpfiff ein Manko der Hertha benannt. Matheus Cunha, Dodi Luke Bacchio, Krzysztof Piątek, Matteo Guendouzi, Lucas Tuart, das sind alles Spieler, die verpflichtet wurden, um Hertha in die oberen Regionen zu befördern. Seit 3 Wochen kann man auch noch Weltmeister Sami Khedira dazu zählen, der gegen RB zum ersten Mal von Beginn an spielt. In seinem Zeugnis steht, er war bemüht. Auch Dardai wirkt bereits geknickt, das Quäntchen Glück ist im Moment nicht da. Für die Spieler ist es psychologisch nach den Niederlagen nicht einfach, sagte Dardai. Und man mag hinzufügen, für den Trainer vor 4 Wochen wurde er geholt als einer, der Aufbruchstimmung vermitteln. Eigentlich kann er genau das, gute Stimmung verbreiten, aber nach der 3. Heimpleite am Stück wirkt das, gewonnen hat er bislang noch nicht. Dardai hat sich bei seiner früheren Zeit als Hertha-Coach den Ruf erworben, ein Team defensiv stabilisieren zu können. Gegen die Leipziger war das durchaus mit der überraschenden Hereinnahme der beiden laufstarken Abwehrspieler Lukas Klünter und Martin Dardai, der nebenbei auch noch der Sohn des Trainers ist, machte er es den Gästen schwer, ihr Überfallspiel aufzuziehen. Das zumindest war eine Verbesserung gegenüber den Vorwochen. Das Ergebnis am Ende war das gleiche wie sonst. 0 Punkte für Hertha. Die Leipziger hatten dabei auch Glück. Kapitän Marcel Sabitzer trifft den Ball nicht an jedem Wochenende, so wie nun bei seinem 1:0 Führungstreffer aus 30, dass er das Tor anschließend als Dosenöffner bezeichnete, hat bei RB Leipzig etwas leicht humoristisch. Oft das eine Tor besser, was bei Hertha schief läuft, geht bei RB gut. Die Elf von Julian Nagelsmann kann sich auch Spiele leisten, in denen das Team nicht dank der soliden bis teilweise überragenden Abwehr, die diesmal auch ohne den angeschlagenen Dayot-Abame-Kano funktionierte, hat man am Ende meistens ein Torvorsprung. 1:0 gegen Bayer, 1:0 gegen Union, 2:1 gegen Augsburg, 1:0 gegen Stuttgart, 1:0 gegen Hoffenheim, 2:1 gegen Bielefeld, so liest sich das oft in dieser Spielzeit. Auch gegen die Hertha wirkte RB nicht immer wie das geborene Spitzenteam, die Berliner hatten mehr Duell gewonnen. Eine bessere Aber was nützt das, wenn Fehler passieren wie der des gerade angewechselten Guendouzi, der vor dem 0:2 im eigenen Strafraum den Ball verlor. Vorne konnten zudem Cunha und Luke Bacchio die guten Chancen, die sie erhielten, die Berliner Standards blieben komplett ungefährlich. Hertha feierte am Sonntag Jubiläum, gegen RB gab es den Hertha-Eckball nacheinander, ohne dass daraus ein Tor entstand. Leipzig-Sieg dürfte den neutralen Zuschauer, wenn es ihn denn gibt, zufriedenstellen. Das Team ist auf 2 Punkte an die zuletzt schwächelnden Bayern her. Ab sofort wird also wieder so etwas wie Titelkampf suggeriert. Man muss abwarten, wie lange das vorhält. Mehr zum Thema Münchner Zugang da Yotabame-Kano. Der FC Bayern baut sich die Zukunft von Daniel Montazeri. Bayern Sieg bei Hertha. Und wie war Khedira? Von Daniel Montazeri Sami Khedira bei Hertha BSC, Anführer auf dem Papier von Lonmann und am anderen Tabellenende, hat Hertha den Abstiegskampf spannender. Neben Schalke droht jetzt einem zweiten blau-weißen Traditionsteam mit ganz anderen Ansprüchen der Gang in die Zweitklassigkeit. Dabei gibt es für die Hertha-Fans eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute: Das Team hat jetzt bereits die Spiel gegen das Spitzentrio der Tabelle, Bayern, Leipzig und Frankfurt hin. Die schlechte: In den kommenden 5 Partien folgen 4 weitere Clubs aus den Top 8, erst Wolfsburg, dann Leverkusen, dann wieder Union und Borussia Mönchengladbach. Wenn es schlecht läuft, steht Hertha im April Juwu. Jan Zweig.